Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den März. Ich habe 5 Bücher beendet im März. Nicht allzu viele Seiten für meine Verhältnisse. Ich muss auch sagen, der März war extrem hektisch auf Arbeit, wie bestimmt auch für viele, die ins Homeoffice gewechselt haben. Ich musste mein ganzes Team darauf vorbereiten, zu Hause zu arbeiten. Wir hatten so viele technische Schwierigkeiten und das erforderte einige Überstunden, sodass ich dann wenig Zeit und wenig Nerven hatte zum Lesen und oft abends einfach nur mit meinem Freund zusammen ein bisschen Netflix oder Amazon Prime geschaut habe. Wir sind relativ weit in der Serie Monk gekommen, aber das Lesen hat so ein bisschen drunter gelitten. Nichtsdestotrotz habe ich 1609 Seiten gelesen, aber auch kein Hörbuch gehört. Und ich denke, das wird auch während der Zeit, in der ich von zu Hause aus arbeite, sich nicht viel ändern. Also zumindest das Hörbuch, denn ich höre meistens auf dem Weg zur Arbeit. Und ich vermute, wir bleiben noch ein ganzes Stück zu Hause. Also wir haben erstmal in Polen jetzt Lockdown bis zu Ostern, aber ich denke, Ostern ist es noch nicht vorbei und wir werden noch nicht wieder zurück ins Büro kommen. Mal sehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Jetzt möchte ich aber gerne die Bücher vorstellen. Und ich werde diesen Monat auch kein Neuzugänge-Video machen, denn ich hatte 3 Neuzugänge und alle 3 Bücher sind auch hier in diesem Lesemonat enthalten. Also macht es keinen Sinn, euch den nochmal extra vorzustellen. Ich werde es einfach dazu sagen, welche 3 Bücher ich mir auch in diesem Monat gekauft habe oder welche ich von Verlagen als Rezensionsexemplare bekommen habe. Wir beginnen auch gleich mit einem Rezensionsexemplar. Das war das erste Buch, das ich in diesem Monat las, einen japanischen Klassiker von Yōcho Yamamoto, Hagakure. Hagakure ist eine Kombination aus einem Leitfaden für ein gutes und ehrenhaftes Leben als Samurai. Gleichzeitig ist es auch eine Art Chronik einer Herrscherfamilie im Süden Japans, die auch die Geschichte etwas beschönigend darstellt. Yōcho Yamamoto hat dieses Buch mündlich überliefert und einer seiner Schüler hat das dann aufgezeichnet. Es gibt noch viel mehr Bände als diese 2, die hier in diesem Buch versammelt sind. Die anderen sind allerdings nicht mehr wirklich auf Yōcho Yamamoto zurückzuführen und stammen dann wahrscheinlich aus der Feder des Schülers. Hier sind nur die 2 originalen Bände enthalten. Das Buch ist so aufgebaut, dass wir hier natürlich ein Vorwort haben, das uns so ein bisschen die Hintergründe und die Geschichte des Hagakure erläutert. Die Aufzeichnungen stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Yōcho Yamamoto starb 1719, sodass ihr das auch so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Und wie gesagt, gibt es einerseits Berichte über die Herrschaft dieser Familie und wie sie zu der Herrschaft kamen und wie mutig und gut diese Menschen doch sind. Dank des Vorworts weiß man auch, was wirklich passierte. Und dann gibt er viele Anregungen dazu, was ein Samurai zu tun hat. Es ist ein sehr interessantes Zeitzeugnis, allerdings kann man sich mit vielem davon heute einfach überhaupt nicht mehr identifizieren. Es geht ganz, ganz viel um blinden Gehorsam dem Lehnsherren gegenüber. Dass man auch, wenn man sich eigentlich sicher ist, der Lehnsherr hat irgendwas richtig Dämliches gemacht, sich trotzdem für ihn bereithält und sich für ihn aufopfert und auch die Schuld auf sich selbst nimmt. Aber es gibt auch einige Passagen, die daran appellieren, doch ein bisschen mehr Mut zu zeigen. Und ich denke, das lässt sich auch in die heutige Zeit transportieren. Dass man mutigere Entscheidungen trifft und vielleicht manchmal sich selbst zu wenig zutraut, man das später aber bereut. Es war interessant zu lesen. Es ist allerdings so in ganz kleine Absätze und Abschnitte aufgegliedert, sodass es auch manchmal ein bisschen schwierig war, da ein paar Seiten hintereinander wegzulesen. Ich habe immer mal wieder zu dem Buch gegriffen, aber auch einige Pausen zwischendrin gemacht und ich habe ihm insgesamt 3 Sterne gegeben. Ich hatte einen qualitativ sehr hochwertigen Lesemonat, denn das war das einzige 3-Sterne-Buch in diesem Monat und der Rest waren 4 oder 5 Sterne sogar. Das nächste Buch ist der 3. Teil einer Thriller-Reihe. Ihr wisst, ich lese eigentlich sonst keine Thriller. Diese Reihe hat es mir aber angetan, nicht zuletzt wegen ihres Settings. Was habe ich denn heute mit seinem und ihren? Also,
Das Buch heißt Glasflügel, ist von Katrine Engberg und das ist der dritte Teil, wie gesagt, in ihrer Kopenhagen-Thriller-Reihe. Ich mag Dänemark und Kopenhagen sehr gerne und war auch bereits ein paar Mal in der Stadt. Und Kopenhagen wird auf diesen Seiten wahnsinnig lebendig. Also das nimmt wirklich einen großen Teil in diesem Buch ein. Plätze werden beschrieben, Straßen, einfach das Feeling, das dänische Feeling kommt hier sehr gut rüber. Und natürlich gibt es auch noch einen spannenden Mordfall oder sogar mehrere aufzuklären. Die Figuren in diesem Buch sind ebenfalls sehr genau und lebensecht gezeichnet. Katrine Engberg lässt uns hier sehr nah an die Ermittler kommen, die auch ganz normale Menschen zu sein scheinen. Also die sind weder die Superhelden, noch sind sie die ständig Trübsal blasenden skandinavischen Kriminaler, sondern sie scheinen einfach ganz normale Menschen zu sein. In dem dritten Teil hier, der mir auch besser wieder als der zweite Teil gefallen hat, geht es um sehr mysteriöse Mordfälle, denn es wird zunächst eine Leiche in einem Springbrunnen mitten in der Stadt gefunden, früh am Morgen, und sie ist ausgeblutet und hat an ihrem Handgelenk parallel verlaufende Wunden, die allerdings so perfekt parallel verlaufen, dass es unmöglich scheint. Jemand habe das einfach mit einem Skalpell gemacht. Es gibt eine ganz interessante Mordwaffe, eine historische. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber das ist wirklich ein sehr spezielles Mordinstrument, das hier benutzt wurde. Und bald wird auch schon die zweite Leiche gefunden, ebenfalls in einem Springbrunnen. Sie hat die gleichen Verletzungen, ist ebenfalls ausgeblutet. Und Jeppe Körner ermittelt dann und stellt relativ schnell einen Zusammenhang zwischen diesen beiden toten Personen her. Sie haben beide in einem privat geführten Haus zur Betreuung psychisch kranker Jugendliche gearbeitet und es scheint nicht alles mit rechten Dingen damals zugegangen zu sein. Ein junges Mädchen ist in der Obhut dieser Menschen gestorben, und sodass dann die Familie befragt wird dieses Mädchens und das alles nach und nach ans Licht kommt. Wir tauchen hier auch in den Kopenhagener Untergrund ab und das fand ich wahnsinnig interessant. Also, das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist nicht super blutig wie andere Thriller und es ist auch nicht so extrem Action- und Spannungsgeladen. Aber man bleibt trotzdem an der Geschichte dran. Man möchte unbedingt wissen, was passiert ist, aber trotzdem hat man auch dieses etwas höhere literarische Niveau und einfach eine schöne Sprache und ein ganz, ganz tolles Setting. Also, wenn ihr gerne literarische Krimis oder Thriller lesen möchtet, dann kann ich euch diese Reihe wirklich sehr ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr Dänemark-Fans seid. Das Buch hat 4 Sterne von mir bekommen. Danach las ich 2 5-Sterne-Bücher nacheinander weg. Und das habe ich ganz selten. Also, das war wirklich ein ganz toller Lesemonat. Das nächste Buch habe ich zusammen mit Claudia vom Kanal Ein Beutel voller Bücher gelesen. Wir lesen ab und zu mal was zusammen. Und unser letztes Buch war nicht ganz so berauschend und wir haben uns dann dazu entschlossen, einfach ein anderes zu lesen. Und das war ein voller Erfolg. 3 Women von Lisa Tadeo. Das Buch ist ja auch auf YouTube schon sehr bekannt. Es ist ein nicht fiktionales Werk. Die Autorin hat über 8 Jahre hinweg verschiedene Frauen interviewt und deren Lebensgeschichte rekonstruiert. Sie hat sich hier für 3 Frauen entschieden, die in dem Buch abgedruckt werden. Das ist einerseits Maggie. Maggie ist eine junge Frau, die als Mädchen sich zu älteren Männern hingezogen fühlt, auch von einem älteren Mann entjungfert wird und dann eine Affäre mit ihrem Lehrer beginnt. Wir folgen auch Lina. Lina hat ebenfalls in ihrer Jugend sehr einschneidende Erlebnisse mit Sexualität gemacht, die ihr gesamtes späteres Leben auch beeinflusst haben. Und sie ist in einer unglücklichen Ehe gefangen und entscheidet sich dann dazu, einen Zeitsprung zu begehen und zu ihrer alten Liebe zurückzukehren, die allerdings auch sehr auf Abhängigkeit basiert. Und die dritte Frau, der wir folgen, ist Sloane. Und sie ist eine bereits reifere Frau, die jedoch auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Mann steht. Und das macht sich so bemerkbar, dass sie mit anderen Männern schläft, auf Anordnung ihres Mannes hin, der diese auch aussucht und ihr präsentiert. Es geht in dem Buch also viel um Leidenschaft und Lust, allerdings noch viel mehr um
die Abhängigkeit von diesen drei Frauen, von Männern, aber auch wie die Gesellschaft sie sieht. Und das fand ich so interessant. Es war ganz, ganz toll geschrieben. Es ist unglaublich, wie viel Eifer und Zeit Lisa Tadeo hier investiert hat, um diese Biografien zu Papier zu bringen. Wir bekommen den Blickwinkel der jungen Frauen zu spüren, aber gleichzeitig rundet sie das auch immer wieder ab, sodass wir auch ein umfassenderes Bild von der ganzen Situation bekommen und uns manchmal fragen, ob die Sichtweise der Frau nun wirklich wahr ist oder welche Einflüsse auch auf deren Verhalten außerhalb ihrer Wahrnehmung vielleicht noch wichtig sind oder wichtig zu nennen sind. Ein sehr beeindruckendes Buch, ein ganz beeindruckendes Projekt, das die Autorin hier gestartet hat. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war ein 5-Sterne-Buch, wie gesagt. Und das andere 5-Sterne-Buch ist ein fiktionales Werk eines norwegischen Autors, Erik Fosnes Hansen, Ein Hummerleben. In diesem Buch geht es um einen Jungen, Sedge, der in einem norwegischen Hotel aufwächst, bei seinen Großeltern. Seine Mutter ist, als er noch ein sehr kleines Kind war, verschwunden. Es heißt, sie lebt irgendwo in Indien, in einem Ashram. Und so verbringt er seine gesamte Kindheit mit seiner Großmutter, die aus Österreich stammt und auch ständig irgendwelche österreichischen Gebäcke produziert in der hoteleigenen Küche. Und mit seinem Großvater, der das Hotel verwaltet, aber so nach und nach auch ein wenig vergesslich scheint. Und es verschwinden Rechnungen, es verschwinden Briefumschläge. Und es wird immer klarer, dass das Hotel in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, aber niemand das wirklich wahrhaben möchte. Es war ein sehr mondänes Hotel und es waren reiche Gäste immer, die sich dort für ein paar Tage eingebucht haben. Es liegt in den Bergen, aber in den letzten Jahrzehnten sind die Norweger einfach immer öfter in den Süden gefahren und ins Warme. Wir sind hier in den 80ern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, in den 80ern. Und man merkt auch so die Wende, die geschieht zwischen diesem traditionellen Verständnis der Hotelbranche, der Großeltern und einfach der Moderne, die auf sie einprallt. Auch Sedgwick, also Sedge, wächst noch sehr traditionell auf und er ist so ein bisschen neunmal klug. Er ist ganz intelligent und liebt es, Briefmarken zu sammeln zum Beispiel oder führt dann auch Wanderungen in die Berge durch und singt irgendwelche norwegischen Volkslieder, um die Touristen bei Laune zu halten. Und das ist einfach so liebevoll alles erzählt und ganz oft muss man schmunzeln, aber es ist gleichzeitig auch wehmütig. Also es ist so ein trauriger Unterton auf allen Seiten dieses Buches, weil man als Leser viel eher versteht, dass das Hotel ja dem finanziellen Aus entgegensteuert. Und dieser zarte Mix aus verschiedenen Stimmungen hier in diesem Buch, der war wirklich herausragend. Auch die Sprache hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das Pflichtgefühl Sedgwicks wird auf jeder Seite so, so deutlich. Ebenso wie die Liebe der Großeltern. Ein wirklich toller Roman. Und ich glaube, meine Beschreibung jetzt konnte eben nicht wirklich Genüge tun. Ich kann ihn euch sehr ans Herz legen. Also schaut vielleicht mal rein, lest mal eine Leseprobe. Es klang jetzt alles so ein bisschen nichtssagend, denke ich, wenn ich zurückblicke, was ich euch über das Buch erzählt habe. Aber ist ja wahnsinnig beeindruckend und hat mir riesig gefallen. Auch ein 5-Sterne-Buch. Unser Trockner läuft gerade. Ich hoffe, das ist nicht wirklich für euch hörbar. Denn ich trage ja das Mikrofon hier. Aber falls ihr es doch hört, entschuldigt bitte. Das letzte Buch, das ich in diesem Monat las, war Sinkermensch von Anna Kolotsaja Samardashvili. Eine georgische moderne Autorin, die wohl zu den größten Gegenwartsautorinnen ihres Landes gehört.
von der ich allerdings noch nichts gehört habe, bevor ich das Buch zur Hand nahm. Und ich denke, ich hätte es auch nicht zur Hand genommen, wenn ich nicht das gesamte Verlagsprogramm oder die Neuerscheinungen der Frankfurter Verlagsanstalt durchgeblättert hätte. Denn ich finde das Cover absolut nicht ansprechend, muss ich sagen. Das ist auch einfach nur so normales Papier. Aber genug über die Äußerlichkeiten des Buches, denn es ist trotzdem ein sehr beeindruckendes Werk gewesen. Ich möchte nicht sagen Roman, denn das ist es nicht. Es ist auch nicht wirklich eine Kurzgeschichtensammlung, es ist irgendwas dazwischen. Es erzählt uns die Geschichte von nicht nur Sinka Mensch, sondern auch ihres eventuell Vaters oder Großvaters oder einfach nur eines Mannes namens Alexi Mensch, dem ein Kind namens Sinka untergeschoben wurde, der in einem Kinderheim aufwuchs, eine Gehbehinderung hat, aufgrund eines schrecklichen Vorfalles in diesem Kinderheim, der Akkordeon spielt und somit seinen Lebensunterhalt verdient und auch immer ein wenig hin und her reist, der Frauen sehr liebt, allerdings in dem Haus, in dem er lebt. Und die Wohnung hat er auch aus mysteriösen Gründen geerbt. Er gibt es eine junge Frau, die ihn vergöttert. Und es geht um die gesamte Hausgemeinschaft dort eigentlich. Es gibt einige Streits im Treppenhaus. Es gibt Schnaps, der in Mengen fließt. Aber es gibt auch einen großen Zusammenhalt zwischen diesen Menschen, die sich dieses Haus und den Hof teilen und sich auch gegenseitig durchs Leben helfen. Sie haben alle finanzielle Probleme. Was sie allerdings vereint, ist die Liebe zu Geschichten. Und das ist auch der Kernpunkt in diesem Buch. Die Geschichten und die Märchen, die sie sich erzählen, die sie auch über ihre eigene Biografie stülpen, um die fantastischer zu machen. Es gibt hier Meerjungfrauen, die in dem Buch mehrfach vorkommen. Es gibt eine Geschichte, eine sehr traurige und tragische Geschichte, in der Wölfe eine Rolle spielen. Es werden Biografien beschönigt. Zum Beispiel gibt es hier einen Mann, der seine Frau als Usbekin betitelt, sie allerdings einfach nur von ein paar Häusern weiterkommt, allerdings ein bisschen usbekisch ausschaut. Und so haben sie sich die Geschichte zurechtgelegt, dass sie sich im Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben. Und sie war eine Partisanin in Usbekistan, hat sich als Junge verkleidet und er hat dort auch gekämpft und sie haben sich kennengelernt. Erst dachte er, sie sei ein Junge, aber sie hat sich in ihn verliebt und so hat sie dann ihre Identität preisgegeben. Er hat sie mit nach Georgien genommen und geheiratet. Und eigentlich ist es nur eine Bekannte der Familie gewesen, die ein paar Häuser weitergelebt hat. Also so kommen die Geschichten hier immer wieder in dem Buch durch und man selbst als Leser verliert relativ schnell den Überblick, was nun eigentlich wahr ist und was Lüge. Und man hat auch das Gefühl, die einzelnen Personen können das nicht mehr unterscheiden. Manchmal war es mir ein bisschen zu viel Chaos und ich war manchmal ein bisschen in dem Buch verloren und wusste absolut nicht mehr, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Ist das wirklich passiert? Denkt die sich das jetzt nur aus? Oder ist das ein Rückblick? Ich war manchmal etwas verwirrt. Allerdings ist es ein sehr interessantes literarisches Experiment aus Georgien und hat auch einige historische Züge, die in dem Buch angesprochen werden, man aber doch auch, selbst wenn man sich nicht so gut in georgischer Geschichte auskennt, wie zum Beispiel ich, die man doch noch mal ein bisschen googeln sollte und dann bekommt das Buch auch noch eine ganz andere Ebene. Also es hat mir sehr gut gefallen, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, aber zum 5. war ich, denke ich, einfach noch so ein bisschen zu verwirrt. Aber das liegt sicherlich mehr an mir als an dem Buch und deswegen ist auch dieses Jahr eine große Empfehlung an euch. Das war es jetzt mit meinem Lesemonat für den März. Ein, wie gesagt, qualitativ sehr erfolgreicher Lesemonat und ich bin gespannt, was der April für mich bereithält. Vielleicht kennt ihr ja auch eines der Bücher, die ich vorgestellt habe und dann würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und damit bedanke ich mich schon bei euch fürs Schauen. Ich bedanke mich für
Ich kann nicht mehr reden. Ich bedanke mich bei euch fürs Schauen. Wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt schön zu Hause, lest ein gutes Buch und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!